Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Mathe-Kollegstunde. Heute geht es bei uns um die Oberfläche von Körpern. Ja, so etwas Ähnliches haben wir letztes Jahr schon beim Quader gemacht. Und wie gesagt, es gibt neben dem Quader natürlich noch mehr Körper. Und wir fangen es mit einem kleinen Beispiel an. Und zwar erkennt es alle, wenn ihr in eine Konditorei geht und ihr wollt Pralinen kaufen, dann sind die meistens in einem Goldpapier verpackt. Und genau um das geht es im Eingangsbeispiel. Wir fangen also heute an mit der Oberfläche von Netzen und kommen bei der Oberfläche und Netzen von Körpern eben zu folgendem Einstiegs. Beispiel, eine kleine Bastelei sozusagen heute. Wir haben hier so eine abgebildete Praline, die ist von den Längen her gegeben und ihr sollt jetzt dazu als erstes mal aus Papier so eine Probeverpackung, sage ich jetzt mal, erstellen und soll dann euch anhand des Modells, das ihr gebastelt habt, überlegen, welche Fläche brauche ich eigentlich, um eine solche Praline einzupacken. Da könnt ihr jetzt gerne mal selber ein bisschen experimentieren. Ihr könnt die Schere zur Hand nehmen, könnt es ausschneiden und aufzeichnen und dann ausprobieren. Ja? So, die Lösung, wer also jetzt weitermachen will, die Lösung sieht also wie folgt aus. Wir haben also so eine Darstellung auf dem Papier. Ich zeichne praktisch zwei Rechtecke. Das sind praktisch die zwei Seitenteile von dieser Praline und ein Quadrat. Das ist die Rückseite und dann habe ich oben und unten ein Dreieck. Und diese Darstellung, die wir jetzt hier haben, die nennt sich Netz. Also ein Netz des Körpers. Und ich habe jetzt hier auch ein Netz von diesem Körper. Ihr könnt es jetzt anschauen. Hier ist die Seitenfläche. Wenn ich das jetzt umdrehe, muss vorsichtig sein, dann seht ihr hier das Quadrat als Rückseite und wenn ich so hindrehe, dann seht ihr jetzt praktisch das Dreieck, das die Ober- und die Grundseite darstellt. Und wenn ich das Ganze jetzt auffalte, ja, so, dann seht ihr, das ist genau dieses Netz, das nebenan sozusagen gezeichnet ist. Ja. Und anhand dieses Netzes kann ich jetzt ein paar Sachen noch erklären. Und zwar das Erste, was wichtig ist, wenn ich so ein Netz zeichnen will, ist, dann sieht man schon, wenn ich das hier zeige, diese Kante und diese Kante hier, das ist beim Körper, wenn ich das hier zusammenlege, die gemeinsame Schnittkante. Ja? Und diese gemeinsame Schnittkante, die muss also hier und hier gleich lang sein. Weil wenn die nicht gleich lang sind, dann passt das Netz nicht zusammen. Ja, das ist also ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, ich kann nochmal feststellen, ich kann praktisch aus diesem Netz, das ich hier habe, durch Falten kann ich praktisch diesen Körper erzeugen. Nämlich diese Pralinenverpackung sieht dann so aus, ist immer ein bisschen gefummelt, sieht dann so aus, wieder wie ihr es vorher gesehen habt. Also ich kann durch Falten praktisch aus so einem Netz den Körper herstellen. Und jetzt, wenn ich die Außenseite, wenn ich jetzt dieses Netz habe, dann sind praktisch, besteht dieses Netz aus allen Außenseiten des Körpers. Ja? Und damit kann ich den Flächenbedarf abschätzen. Denn was für Flächen habe ich? Na gut, ich sehe jetzt hier, ich habe zweimal dieses Rechteck, links und rechts. Dann habe ich in der Mitte das Quadrat und die zwei Dreiecke. Und daher dieses Netz maßstäblich gezeichnet ist, kann ich aus diesem Netz sozusagen den Flächenbedarf abschätzen. Ja? Und das kann ich hier so machen. Wie gesagt, das Netz zeigt, dass ich also zwei Dreiecke, zwei Rechtecke und ein Quadrat habe. Und ich kann es an dem eben abmessen und kriege dann Folgendes hin. Ich kriege also 2 mal 2 cm mal 3 cm. Das wäre praktisch dieses Quadrat, das wir hier sehen. Hier, das wäre das Quadrat. Dann das Rechteck, Entschuldigung, das habe ich zweimal und es ist 3 cm lang und 2 cm breit. Das habe ich zweimal. Dann habe ich zweimal das Dreieck. Das Dreieck hat hier eine Länge, eine Höhe von 2,9 cm.
und hat eine Grundlinie hier. Das wäre hier die Höhe. Ich drehe es mal um, da habe ich es nämlich schön gestrichelt. Hier wäre die Höhe und da die Grundlinie. Und das ist eben 2 mal 2,9 cm mal 1,5, das ist die Flankformel fürs Dreieck, mal 2, weil ich sie ja zweimal habe, plus dann 2 cm im Quadrat. Das wären also diese 2 mal 2 cm hier, das wäre das Quadrat. So, das kann ich jetzt hier nochmal kurz runterschreiben. Ich habe also die zwei Rechtecke, die zwei Dreiecke und das Quadrat. Und insgesamt kriege ich dann, wenn ich das ausrechne, diese Zahlen raus und ich kriege insgesamt einen Flächeninhalt von 21,8 Quadratzentimeter. So, und die Gesamtfläche des Körpers, die Gesamtfläche des Körpers besteht aus seinen Außenflächen und die Außenflächen sind genau die Flächen, die im Netz gezeichnet sind. Jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel, nämlich dieses hier und jetzt könnt ihr aus diesem Netz erstmal das Schrägbild zeichnen und da möchte ich wissen, was für einen Flächenbedarf dieser Körper besitzt. Ja? Könnt ihr jetzt wieder selber machen, könnt ihr auch von mir aus das Netz nochmal nachzeichnen, basteln und dann seht ihr, was dabei rauskommt. Ja? Die Lösung schaut so aus, das Schrägbild wäre also so gezeichnet und da jetzt das kein Quader ist, weil dazu müsste ja die Grundfläche ein Rechteck und kein Parallelogramm sein. Deswegen nennt man diesen Körper ein Prisma. Und die Fläche kann ich auch ausrechnen. Ich sehe, dass der Körper aus zwei gleichen Parallelogrammen besteht. Er besteht jeweils aus zwei Rechtecken, die jeweils zwei davon gleich lang sind. So, und damit kann ich wieder meinen Ansatz machen. Ich kann das an dem, an der Darstellung abmessen. Dann bekomme ich auf diesen Term. Der Term zeigt im ersten Teil das erste Rechteck, dann kommt das zweite Rechteck und dann kommt das Parallelogramm. Und wenn ich das zusammenrechne, kriege ich 10 Quadratzentimeter plus 16 Quadratzentimeter und nochmal 16 Quadratzentimeter und dann kriege ich 42 Quadratzentimeter. Übrigens nochmal gesagt, das Parallelogramm rechnet man als diese Grundlinie mal die hier senkrecht stehende Höhe auf dieses auf die Grundseite. Gut, und damit haben wir also den Flächenbedarf ausgerechnet. So, und jetzt wissen wir vom letzten Jahr, wenn ich alle Flächen von einem Körper, die außenrum sind, zusammenzähle, dann ist es die Oberfläche. Das heißt, die Gesamtheit aller Außenflächen ist nichts anderes als die Oberfläche des Körpers und der Flächeninhalt des Netzes, der entspricht eben immer gerade der Oberfläche, weil das nämlich alle Außenflächen sind, die im Netz sichtbar sind, weil ich es daraus zusammenfalten kann. Und deswegen kommt man zu diesem Ergebnis, das hier in diesem Merksatz festgehalten worden ist. Gut, das wäre es für heute gewesen. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir dabei wart. Ich hoffe, das Basteln hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn Sie in einem der nächsten Videos wieder bei mir dabei seid. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit, in diesen Zeiten vor allem auch Gesundheit. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Lernvideos hier auf diesem Kanal wiedersehen.